erster Tag. Ja, bisher war alles eher so eine kleine Party mit alten Freunden. Und auf einmal, ne, ist beim Einschießen schon alles so ernst. Ne? Tag 1. Überall wird geschossen. Und wer nicht schießt, sitzt im Schatten. Wir haben tatsächlich schönes Wetter bekommen. Läuft. Wir haben ein bisschen Stau, weil die Ziele stehen alle sehr, sehr nah beieinander. Hier ist eine Gruppe Ziehpfeile, da drüben wird noch geschossen. Ja, das macht natürlich den ganzen Raum eng. Dafür muss man nicht viel laufen. Auch gut. Ja. Perfekte Konditionen, eine geile Landschaft. Wahnsinn. Und eine coole Truppe. Und die können auch richtig schießen. Das habe ich jetzt natürlich auszubaden. Ja, ich bin hier mit der Martina aus der Schweiz. Wo genau aus der Schweiz? Das ist in der Nähe von Gstaad. Also ich schieße in Saanen. Das ist im Berner Oberland. Du schießt traditionellen Recurve-Bogen? Genau. Und wie ist es bisher so gelaufen? Sehr gut. Der erste Tag habe ich über mein Niveau geschossen. Vierter Platz. Und ja, jetzt der zweite Tag ist nicht gelaufen, war ein Doppelhunter, mag ich nicht so. Okay. Was ist denn, was macht es denn für dich, die unterschiedliche, wir haben ja verschiedene Schießvarianten, ne? Es gibt manchmal, es gibt einen Tag, da schießt man quasi bis maximal drei Pfeile, bis der erste trifft. Es gibt Tage, da schießt man zwei Pfeile, andere, härtere Wertung, weniger, also tendenziell weniger Punkte. Und es gibt sogar Tage, wo man nur einen Pfeil pro Ziel hat, ne? Mit 20, 16, 10 oder nix. Was macht denn für dich ein unterschiedlicher Schießmodus? Was macht das für dich anders? Also ich schieße mit System. Okay. Also beim traditionellen Recurve ist ja kein Visier erlaubt, aber ich ziele über die Pfeilspitze. Okay. Das heißt, der erste Pfeil ist wirklich nur rein intuitiv aufziehen, schauen, wo ist meine Pfeilspitze und dann loslassen. Also ein Hunter mit nur einem Pfeil ist wirklich nur das Gefühl. Und dann habe ich mit diesem System habe ich die Möglichkeit, der zweite und der dritte zu korrigieren. Ja. Das macht es ein bisschen einfacher, aber wenn du einen Walk-up hast, also wenn du bei jedem Pfeil einen Schritt nach vorne gehst, einen Flock nach vorne gehst, dann ist es natürlich was anderes. Das heißt, du kannst, schätzt du Entfernung? Nein, noch nicht wirklich. Also ich schätze ab, wie weit das ist, aber ich kann dir jetzt nicht den Meter sagen, sondern das ist mehr ein Gefühl. Da arbeite ich noch dran. Okay. Können wir mal kurz den Bogen zeigen? Was schießt denn du für Material? Also, das hier ist ein Kassenbogen von Tom Marok. Wunderschön. Der hat hier ein Furnier drauf aus weißem Ebenholz. Wow. Und der ist wirklich wunderschön ausbalanciert. Also den kann ich hier auf diesem Punkt so halten. Ja, finde ich auch wichtig. Ja. Ja. Und unheimlich schön gestaltet. Ja. Wie viel Pfund schießt du? Ich habe jetzt auf der Hand 32 Pfund. Okay. Das ist aber bei den Frauen auch nicht wenig. Ja. Nee. Wenn man ihn jetzt anschreiben würde, dann schreibt man das immer auf 28 Zoll aus. Auszug auf. Und da hat er 38. Wie viel Auszug schießt du? Ich habe
26 Minuten. Okay. Und dann schießt du traditionell, das heißt mit Naturfederpfeilen natürlich, ne? Ja, genau. Aber hier die Pupi Balternocken, ist das schon? Schießt du eher leichte Pfeile oder eher schwere? Ich schieße sehr leichte Pfeile mit einer sehr langen Feder drauf, mit einer 5 Zoll Feder. Okay, 5 Zoll ist viel. Ja, mit einer 80 Grain Spitze. Okay, das ist aber ordentlich, ne? Ja. Aber passt so. Die sind sehr gut, auch wenn Wind da ist. Welchen Spine hast du da jetzt? 700. Doch 700, ja. Obwohl die so kurz sind. Ja. Okay. Vorher habe ich sogar 600 geschossen. Okay. Aber bekam sie nicht während Corona. Ah, okay. Das habe ich. Wie ist das, also wie findest du so allgemein jetzt dieses ganze Confluence, dieses EM-Szenario, wie läuft, also wie findest du es so hier? Es ist für mich das erste Mal, dass ich an einer Europameisterschaft mit dabei bin. Okay. Und es ist sehr speziell, es ist was ganz anderes, man trifft neue Leute, es ist ein Riesen-Event. Ja. Es ist wie ein Festival, ne? Ja. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, wir haben so ein bisschen so eine Reise in die Vergangenheit, ne? So war das, also früher war man ja ganz oft auf so großen Turnieren auch, ja? Und jetzt war nach der langen Pause, dass diese Meisterschaft war ja dreimal verschoben, ne? Die war geplant für 2020. Und dann wurde es verschoben, und jetzt ist es endlich so bei. Ja. Und erstes Mal großes Turnier, das heißt aber auch eine Menge neue Erfahrungen wahrscheinlich. Ne? Definitiv. Eigentlich bin ich hierher gekommen, um mal zu schnuppern und mal zu schauen, was passiert. Cool. Und jetzt schieße ich auf einmal so in den Top 10. Ja, geil. Ist Hammer, passt so. Aber ich hatte gestern das Glück, in der Gruppe 1, also mit den Besten zu schießen. Das ist einfach eine Erfahrung, die kann einem niemand nehmen. Das sind top Leute, super Stimmung. Und, aber du merkst, dein Niveau stimmt nicht ganz. Aber es ist tatsächlich mir auch so gegangen, wie ich damals anfing mit den größeren Turnieren. Ich hatte immer das Gefühl, wenn man, da lernt man in so einer Woche oder an einem Wochenende mehr als in einem ganzen halben Jahr, wenn man es alleine oder mit so, ich sag mal, mit seinen Bekannten probiert. Ne? Weil du bekommst ja so viele unterschiedliche Impulse und Rezepte. Ja? Und dann kann man sich daraus immer so sagen, ja, das nehme ich mit und das nehme ich mit. Was hast du schon gelernt? Hier in Gupfo, was ich bisher nicht gekannt habe, ist so diese flachen, ebenen Schüsse, auch wie gestern, so Baumalleen. Ja. Das ist sehr schwer einzuschätzen. Ja. Und da muss ich dran arbeiten. Okay. Sehr cool. und ich habe jetzt den Bogenbau lustigerweise erst hier so richtig kennengelernt, weil der Bogen wurde ursprünglich für eine andere Person angefertigt. Okay. Und ich durfte ihn bekommen. Ja, das ist echt gut. Und ja, da lernt man immer wieder was. Jetzt haben sie bei dir ja hier das Bogenfenster so mit so einem Tape beklebt. Können wir mal zeigen? Ja, ne? Das haben sie bei mir auch gemacht beim Compound. Ich finde es manchmal ein bisschen unnötig. Aber was die da verhindern wollen, ist, dass man so mit der Maserung vom Holz dann so Ziel, also quasi Ziel mit dem Bogenfenster macht. Ne? Genau, richtig. Stört dich das jetzt? Nein, überhaupt nicht, weil ich sehe das gar nicht. Ja. Und also wenn man wirklich genau drauf schaut, die Maserung würde man trotzdem sehen. Okay. Ja, das haben sie wieder prima hingekriegt, Janni. Ja, aber für mich spielt es keine Rolle und mein Zielpunkt können sie nicht klauen, das ist der Fall. Ja, okay. Sehr gut, ja. Ja. Aber das ist auch was anderes, wenn du sie am Bogen hast, das ist nicht flexibel, der Pfeil je nach Auszugslänge kann er an einem anderen Punkt sein. Ja, richtig.
Ja, dann wünsche ich dir, dass es weiterhin gut läuft. Und wie lange schießt du eigentlich schon? Das ist eine schwierige Frage. Ich habe als Kind immer selber Bogen gemacht. Ja. Und auch geschossen natürlich. Anfangs haben vielleicht die Pfeile Loopings gemacht, aber man hat immer wieder was dazugelernt. Und jetzt wirklich regelmäßig schießen durch 2,5, 3 Jahre. So kurz erst. Ja. Und schon in den Top 10 hier, bei den, wo die es ja nun auch alle können. Ne? Was ist denn, denkst du, es gibt einen guten Tipp für jemanden, der einsteigt und dass man relativ schnell gut trifft? Oder hat es wirklich mal geschafft, dass jeder Faden nebeneinander liegt? Ja? Ich habe zuletzt irgendwelche gesehen, die sahen so aus wie. Es gibt sehr viele. Okay, auch. Leute, die meinen, sie wissen, wie es geht. Das ist manchmal sehr schwer, das rauszufiltern. Ich habe einen Geheimtipp. Das ist ganz Körperspannung. Viele reden von Rückenspannung oder irgendwie was zwischen die Arschbacken klemmen. Für mich ist es einfach, du hast jeden Muskel angespannt und dann hast du die Stabilität, die eigentlich nötig ist, um den Schuss zu lösen. Ja. Machst du beruflich auch was mit Sport? Beruflich? Nein. Ich bin Bauingenieurin. Ah, okay, also Statik, ne? Kennst du sie aus? Ja, ich finde das interessant, weil wir haben neulich diskutiert, tendenziell schießen die Männer ja irgendwie mehr Punkte, ne? Auch egal mit welchem Bogen. Ne? Und ich glaube, der einzige Grund dafür ist Stabilität, oder? Dass Männer so haben ein bisschen andere Schulter, Hüfte-Relation, ne? Die stehen vielleicht ein bisschen sicherer, sind vielleicht ein bisschen fester in der Mitte auch und deswegen sind die tendenziell beim Bogenschießen vielleicht ein bisschen im Vorteil. Aber dann kannst du dann natürlich, wenn du sagst, ich mache im Prinzip einen, ich schieße einen Stil, wo du einfach alles sehr stabil machst, ne? Ich glaube, das könnte tatsächlich so ein Geheimnis sein, ne? Ja, ich denke, der Unterschied Mann-Frau ist natürlich auch ein bisschen der Körperbau. Ja. Bei uns ist es manchmal schwierig zu ankern, wenn Brust im Weg ist. Ja. Ich habe jetzt in der Spitzengruppe zum Teil gesehen, dass sie relativ weit nach vorne gehen. Die beugen sich vor, damit. Okay. Und da ist es natürlich auch schwierig, die Stabilität hinzukriegen. Richtig. Super cool. Vielen, vielen Dank für die Tipps. Und weiterhin viel Glück. Ja, heute geile Aussicht. Und Fritz-Walter-Wetter. Ja. Hunter-Runde, ein Pfeil schießen wir hier auf der alten Burg und geht nachher noch in die Stadt. Warum ist Wetter immer so ein Thema? Weil es nass ist, ist es schwerer im Sport, wo es um Masse und Beschleunigung geht. Dann haben wir natürlich immer ein Problem. Aber die Jungs sind gut drauf, schießen gut, läuft. Zweite Ziel, gelandet sind wir da unten am Fluss, im Bus. Und ich sag mal, abwechslungsreicher kann sowas nicht werden. Ne? Erst gehst du, kommst du an, ne? Hast du schon hier also eine Art von Regen, dass der ganze. Die ganze Gegend hier total abgesoffen ist, ne, muss man echt sagen. Also in die Wiesen und auch die eigentliche der Parcours. Das ist der Wahnsinn. Da hatten wir 2 Tage hier auf einmal die komplette, nee, 3 Tage sogar die komplette Hitze. Und heute wieder Regen und wieder ein ganz anderes Gelände. Ja, also sagen wir mal, die Qualität des sportlichen Wettkampfs ist enorm. Ja. Was hier abverlangt wird schon von den Leuten, ist ein Wort. Ja, mal alles so ein bisschen schwerer und ein bisschen langsamer wird und nasser. Da war natürlich hier auch ein bisschen und das Innenkill geschossen. Ja, ich bin hier mit dem Michael Görke, der schießt Bow Hunter Recurve, das heißt Bogen ohne Visier, mit Pfeilauflage, Recurve-Bogen. Michael, wie ist denn bisher so gelaufen? Der erste Tag am Montag war sehr schön. Ja, ich habe fast den ersten richtig schön geschrubbt. Ich habe ein paar Punkte noch mehr gehabt, 18 Punkte. Ja, und jetzt heute
da sieht man, was man ein alten Hase ist. Ne? Der erste war heute 50 Punkte hinter mir. Ne? Ja, Michael ist im Prinzip schon fast wie eine sichere Bank, ne, wenn es darum geht, wer gewinnt so ein Turnier. Ich sehe ihn immer auf dem Treppchen beim DFBV. Jetzt, hast du dich speziell vorbereitet für die EM hier? Nein, ich habe mein Setup, ich habe mein System, ich weiß, wo ich hinhalten muss, ich weiß, wie stark mein Bogen ist, ne, und danach arbeite ich. Ich habe so viel Arbeit auf der Arbeit, ne, ich komme in 3 Schichten, ich kriege das nicht rum. Ja. Aber ich weiß, wo ich hinhalten muss, und das ist das Gute, was ich kennengelernt habe. Das heißt, du hast im Prinzip, du schießt ja ohne Visier mit dem Zielsystem, ne? Ja. Genau. Können wir mal ganz kurz einen Blick auf deinen Bogen werfen vielleicht, was du so nutzt? Ja, ich habe einen Border. Ja. Und UK-Wurfarme da drauf. Na, und das ist alles so richtig abgestimmt. Okay. Na, und 52 Pfund auf die Finger. Na, da staunen einige, na, aber was soll man sagen? Ich habe mich daran gewöhnt im Laufe der Jahre. Na, 25, 30 Jahre, die ich jetzt am Schießen bin. Ja. Na, und das klappt immer noch super. Na, und ich weiß nicht, wie ich dann das so aushalten kann. Na, also mit 61 ist ja schon eine Ansage. Die anderen Hörer, ja, die kommen mal gerade mit so 28, 25, 30 Pfund daher. Na? Würdest du sagen, das Zuggewicht macht einen großen Unterschied fürs Treffen bei dir? Ja, klar. Ja. Du hast einfach besser, schnellere Pfeile, ne? Ja, das und mein Nullpunkt, ne, für die Leute, die es kennen, ne, liegt bei 60 Meter. Das heißt, du hältst überall drunter? Ich halte überall rein. Rein? Und ich bewege vorne den Arm überhaupt nicht. Okay. Na, ich halte ihn rein und dann ziehe ich nur noch aus nach hinten, geradeaus. Na, und sage dann, das muss sein und das passt. Ich ziehe auch nie lange. Die mich kennen, die wissen das vielleicht. Na, und das System steht und na, war nicht. Wie schnell, weißt du, wie schnell du schießt? Ja, 248 so. Ja, es geht fast gut. 250 Fuß pro Sekunde? Ja. Okay, Wahnsinn. Ja, das bringt natürlich die Energie, ne, und die Leistung danach dabei. Ne? Ich sehe gerade, du hast eine spezielle Pfeilauflage. Ist das diese Sniper? Ja, das habe ich letztes Jahr auch kennengelernt. Okay. Ja, es ist wunderbar. Die fällt, ne? Es ist, ich würde sagen, ne, super. Ne, es gibt nichts Besseres für Recurves, weil der Pfeil ist drauf und wenn man loslässt, ist die Pfeilauflage runter, na, und das ganze System steht trotzdem noch da. Ne? Ja. Also ich habe sie kennengelernt und habe sofort lieben gelernt. Ja. Na, ich habe auch die alten, da habe ich noch ein Austauschmodell noch, was ich noch nie benutzt habe. Ja. Aber ich habe doppelt das gehabt. Gut, ich glaube, kaputt gehen kann da nicht viel, ist mit Magneten. Ne? Ja, ja. Das heißt, die geht hoch und wenn du schießt, bekommt der Pfeil Druck und drückt sie runter. Ne? So ja, ähnlich. Okay. Ganz minimal. Und dann geht das quasi aus dem Weg und übrig bleibt nur der Button. Ne? Geil. Vielleicht nochmal ein Wort zum Griff. Du schießt einen relativ hohen Griff, habe ich gesehen. Ja, ich bin habe ich selber gebaut. Ne? Ja. Und der ist ein bisschen höher, weil mir tat das weh, wenn ich mit der Hand so gerade stehe. Ne? Ah. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss weiter nach vorne drücken, damit das Gelenk entspannt wird. Ja. Ne? Und habe dann dadurch festgestellt, ne, durch diesen Druck, den ich durch meinen Handballen bekomme, reicht mir vollkommen aus. Deswegen habe ich mir selber ein Griffstück gebaut, dass ich da reinstecke und kann nur noch nach vorne drücken. Okay. Das heißt, wenn das bringt mir aber auch 1 bis 2 Zoll mehr. Auszuglänge. Ja. Ja, du hältst den halt den Bogen quasi weiter vor. Mhm. Aber wenn du nicht Schmerzen hättest in der Hand oder so, würdest du dann lieber einen tiefen Griff? Du hättest auch nicht. Der tiefe Griff macht die Schmerzen. Aha. Das ist abgeknickt. Okay. Das Gestreckte ist schöner für die Hand. Ist, okay. Ich hätte gedacht, wenn du einen tiefen Griff hättest, du mehr Kraft. Oder mehr Stabilität. Das ist nach 25, 30 Jahren hat sich das auskristallisiert. Ne? Ja, okay, dann glaube ich dir das. Also du bist jetzt auf Platz 1 in der Gruppe wahrscheinlich, ja, ne, in deiner. Ja. Wahrscheinlich auch schon mit ein bisschen Abstand. Ja. Morgen hast du frei oder wann ist denn das? Nein, morgen kommt die Doppelhunter-Runde. Okay, das ist auch nochmal sehr interessant. Ja. Na, und dann kommt nochmal die Dreifallrunde. Was war denn heute denn? Heute war Hunter? Heute war Hunter. Also ein Pfeilrunde, ne? Ja. mit einer sehr harten Wertung? Ja. 20, 16, 10, nichts. Ja, oder nichts. Ne? Oder nichts. Und viermal nichts ist auch bei mir drin. Ich schieße auch dann durch. Ja, ja, natürlich. Es geht ja allen so. Ne? Ja. Dann toi, 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 dass es weiter so gut laufen möge. Danke. Okay. Ja. Vielen Dank für die Vorstellung auch.
Also letzter Tag, ne? Gelbes Trikot, Wetter ist auch gut. Jetzt hat die Moderation aufgerufen für ein Shoot-Off in einer Klasse, die hat gestern den letzten Tag geschossen. Ja, hier schießt man ja immer 4 von 5 Tagen, logischerweise. Wir hatten jetzt vorgestern frei. Eine Klasse hat also auch am letzten Tag dann schon zu Ende. Und in der Bowhunter Unlimited gibt es 2 mit gleicher Punktzahl. International werden die Innenkills nicht gewertet als wer hat mehr, sondern du musst nur, wer mehr Punkte hat, gewinnen. National wird es ein bisschen anders gemacht, da werden noch die Supertreffer zusammengezählt und so und solche Geschichten. Jetzt wollen die hier noch einen Schulauf machen, wenn wir Glück haben, kriegt man noch 1-2 von denen zu Gesicht, ja. Aber es kann auch passieren, dass ich gleich los muss, Bus, ne? Da fährt immer mit dem Bus. Was ihr aber sehen könnt, hinten werden die Targets, die jetzt fürs Shoot-Off nicht genommen werden, schon mal umgelegt. Es wird natürlich von einer anderen Position geschossen, als man beim Einschießen hatte. Und man steht ein bisschen schräg. Ja, also tatsächlich unbekannte Entfernung. Nacht für unseren Mann aus. Krokodil heißt immer weit. Ne? Klasse 1 hier, aber flach, schwierig. 10-8 ist gut. Ja, braucht man immer so ein paar Busse, ne? Bis so eine ganze Mannschaft hier draußen ist. Ja, auch kleine Busse. Ne? 214. Yes. Ja, das machen die hier ganz geil, ne? Da haben sie 2 Treppchen, damit gleich 2 Bogenklassen gleichzeitig Medaille bekommen. Gibt ein cooles Bild, geht auch alles ziemlich fix, ja? Muss man ganz schön aufpassen, dass ich verpasst. Ich versuche jetzt mal hier unseren Bowhunter Unlimited Finalisten, der eben, also gestern eigentlich, noch das in dem Herzschlagfinale war. Dass ich den mal kurz vor die Kamera kriege, weil er nicht hier im Freudentaumel von der Bühne fällt. Ja, wir haben ihn bekommen. Ja, Kai aus dem Finale, Bowhunter Unlimited. Jetzt punktgleich mit dem 4. auf den 3. gelandet. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, danke. Also erstmal hast du natürlich die meisten Pfeifen allen geschossen, ne, dadurch. Ja. Aber ey, ich habe gestern ja einen Teil sehen können und ich fand es super spannend. Wie fühlt sich so ein Finale an? Das Finale ist schon mal eine Hausnummer. Man ist Adrenalin gefüllt, aber der Shoot-Off ist nochmal eine Kategorie mehr, weil es darf kein Fehler unterlaufen. Und also ich bin Gott sei Dank in den Tunnel gekommen und konnte einfach mein Ding schießen. Ja. Und das Adrenalin hat noch eine halbe Stunde nachgewirkt. Ja, also ich hatte 200 Pulse, um zuschauen, ja. Aber ihr habt das geil gemacht. Die haben schwer gestellt. Ne? Das Krokodil ist ja unser Lieblingstier. Ja. Das ist so, das wird wahrscheinlich eine Legende eher von dem Turnier. Und also von meiner Seite herzlichen Glückwunsch, du hast echt Nervenstärke bewiesen und das war großer Sport. Ja. Dankeschön. Super. Dankeschön. Veteran Male Bowhunter Recurve and Gold Medal from Germany, Michael Gorka. Woo! Da ist er. Den Martin Coini kennen wir noch aus dem Video, da war er noch Präsident vom Deutschen Feldbogensportverband. Ja. Hier jetzt als der Präsident der International Field Archery Association, also dem weltweiten Dachverband. Martin, erstmal schön, dass du da bist. Kurz angereist, wolltest du nicht verpassen. Genau. Was hast du erlebt? Ah, fantastischen Sport, vor allen Dingen. Und endlich wieder ein großes Turnier, wo wir viele zufriedene Gesichter gesehen haben. Ja, also ich glaube auch, hier ist jeder Gewinner. Absolut, absolut. Weil man nimmt so viel mit, so viele geile Erinnerungen. Die haben die hier vor Ort in Confolens, der Veranstalter, also die Ausrichter, die haben sich so reingehängt. Das ist ein Knaller. Und das Schießen war anspruchsvoll. Es hat wirklich, wir haben den Leuten, also da wurde den Leuten viel abverlangt. Ja, aber wenn du dich mit den Schützen unterhaltest, jeder hat seine Geschichte zu erzählen. Ja. Und die nehmen so viel mit nach Hause, das motiviert. Ja. Also das hier war wirklich, also ich finde auch, das ist, man merkt den Leuten auch an, ne? Alle, das ist so wie eine Zeitreise, ne? Wir haben das so lange vermisst und jetzt sind wir hier wieder alle zusammen, alle Nationen, ja. Ne? Also, hier tierisch durchgemischt, alle Sprachen, großartig.
für die nächsten großen Turniere, was ist so die, was nimmt man hier so sozusagen aus Dachverbandssicht mit? Naja, also zuerst einmal muss ich sagen, wir haben ein Riesenglück gehabt, dass nach dieser der Covid-Krise und der Zwangspause, die wir hatten, dass eben ein sehr routinierter Verband und ein Verein dieses erste Turnier wieder ausgerichtet hat. Das hat gezeigt, dass eine gewisse Konstanz noch immer da ist. Und es war fantastisch, wie routiniert der Verein hier das Ganze gehandelt hat. Ja, du konntest innerhalb von diesen Tagen einfach spüren, das ist denen ein Herzenswunsch, ein Anliegen, dass jeder zufrieden ist. Und was wir da mitnehmen können, ist einfach, dass wir in Zukunft Ausrichter brauchen, die in ihrer Community, in ihrer Gemeinde verwurzelt sind. Ja, es hilft uns nicht, wenn wir irgendwo ein Event künstlich aufsetzen, wo einfach kein Rückhalt da ist. Ja, das ist für den Organizer ein Problem und es ist für uns ein Problem am Ende. Die Schützen, die werden abgefertigt und wir haben gemerkt, hier, es geht anders. Ja, es geht komplett anders. Das war also Herzschlag vom Feinsten, ja, Emotionen und viel Freude, viel Drama, das ganze Programm. Ich glaube, da muss man irgendwie auch sich erstmal mit fertig werden, so, ne, innerlich. Ich habe das wohl noch nicht ganz kapiert. Aber von meiner Seite, ich glaube, das werden viele Schützen so sehen. Ganz großes Danke, ne, an sowohl diejenigen, die den Rahmen bieten, als auch diejenigen, die hier vor Ort sind und die sich hier bemühen. Ja. Großartig. Und man muss auch eins ganz klar sagen, diese Region hier ist vom üblichen Tourismus abgekoppelt. Okay. Das heißt, sie suchen jetzt Nischenbereiche und haben den Bogensport wiederentdeckt. Ja. Wir sind quasi im 10-Jahres-Rhythmus hier. Ich habe vor 32 Jahren hier zum ersten Mal ein Turnier geschossen. Geil. Und quasi jede 10 Jahre waren wir hier und es hat sich stets die Qualität verbessert. Ja. Und diese Routiniers, die jetzt hier noch da sind, die sind dabei, das an Nachfolger zu übergeben. Und das haben wir halt auch gesehen. Die nächste Generation ist in den Startlöchern. Cool. Die warten darauf, sich zu beweisen. Und das ist eine Tradition. Das ist verwurzelt. Ja. Und sowas suchen wir. Das heißt, wir haben hier im Prinzip schon einen kleinen Blick auf die nähere Zukunft erlebt. Ja. Ja. Würde ich mich freuen, wenn es bei den anderen großen Wettkämpfen genauso geil läuft. Ja, ja, jedes Land hat seine eigenen Regeln. Ja. Wir werden es in Estland im Monat sehen. Da wird auch eine sehr engagierte Truppe uns empfangen. Ja. Ja, und dann kommt das große Überraschungsei für uns, Finnland. Nächstes Jahr, World am Polarkreis. Oh Gott, da wird's nicht dunkel, ne? Ja, die haben sogar vor, einen Mitternachtsparcours zu haben. Mhm. Ja. Also das wird in Bern am Oberland, okay. Genau. Da kommt doch der Mischa Janik her. Kennst du ihn? Das ist ein Kumpel von mir, ja, okay. Das sind doch ein paar mehr Schweizer, wie man so immer denkt, ne? Jürgen! Die haben den Tag gewechselt, wir müssen heute schießen. Klar bin ich wach. Also eine halbe Schachtel Kippen rum. Was schläfst du denn so lange? Hier, kennst du? Oh, hier im Love Boss. Komm rein. Ich trau mich nicht. Hat den ganzen Tag geregnet und hier haben wir auch ganz schlecht Netz, aber wir machen jetzt noch ein bisschen in der Sonne rum. Der Papa hat heute ein bisschen besser geschossen wie gestern und vorgestern, das war cool. Da haben die jungen Männer mal gemerkt, wo der Hammer hängt hier. Ne? Das ist so, der grüne Parcours geht jetzt. Ah, hier, Freestyle Recurve. Hello, the gym. Freestyle Recurve. They're the fastest, always. Unser Bus ja, mit der Gruppe, die jetzt zum Parcours fährt. Hat man schön Platz. Ne? Mucki, erzähl doch mal von dem Kaffee, den du da kriegst. Sag mal, das Ding der ist von dem Kaffee. Bagda. Und der Kaffee heißt auch Bagda. Mega lecker, mit einer Schaumkrone. Was genau drin ist, sagt sie, aber es ist einfach nur lecker. Ja, keinen guten Kaffee gekriegt.
Schnauze rein. Kannst du mal den Bauch einziehen, die Kamera läuft. Dann kriege ich keine Luft mehr. Ja, hier beim inoffiziellen Epizentrum des Turniers. Jürgen, erklär uns mal, warum jeden Abend die Turnierleitung hierher kommt, um bei dir noch so einen kleinen Absacker zu sich zu nehmen. Warum machen die das? Und die Franzosen, die fühlen sich ja wohl, die sind hier willkommen bei mir und dann gibt es immer einen schönen kleinen Umtrunk. Sehr cool. Wahnsinn. Passt das überhaupt rein? Machen wir passend. Naja, gerade so. Schön ein Kilo Fleisch abends. Für die Hand da runter machen wir uns mal warm. Ja? Daumen hoch hier für den Jürgen, auch für den Rest des Turniers. Wir kämpfen hier quasi in verschiedenen Altersklassen, aber beide mit dem gleichen Ziel. Ja, genau. Was das ist, müssen wir noch rausfinden.